Ja, hallo und willkommen zurück zu Elsword. Gerade frisch aus der Devil May Cry 4 Aufnahme. Aus einer tristen Welt in eine, ja, farbenfrohe kleine Comicwelt. Ja, gleich zu Beginn eine kleine Info. Es könnte sein, dass während des Spiels ein paar, ja, Art Störgeräusche auftauchen können, und das liegt einfach daran, dass ich halt ein, ja, Blutmessgerät am Arm habe, also hier meine Frequenz mal misst. Es ist nichts Bahnbrechendes, es ist einfach nur, ja, Schreifungsmaßnahme. Daher, alles gut, ich werde es überleben. Denn bei mir gibt's ja bekanntlich nur zwei Statusveränderungen. Entweder gesund oder tot. Ich mach keine halben Sachen. Also, daher würde ich sagen, einfach, falls ihr was hören solltet, einfach ignorieren. Es kann sein, dass es sich ein bisschen auf meinen Spielen auswirkt, weil, ja, ich habe das bei Devil May Cry auch gemerkt. Das Laufen mit dem Analog war dann nicht ganz so pralle und aber ich habe da nichts weiter dazu gesagt. Deswegen sieht das einfach aus wie immer, als wenn ich ziemlich scheiße spiele. Gut, dasselbe wird wahrscheinlich auch bei Elsword sein, dass ich dann hier die Skills versau und also noch schlimmer versau als sonst. Egal. Wir machen hier weiter. Was hatten wir jetzt überhaupt? Genau. Ah, wir waren hier in dem gefrorenen Wassertempel. Ja, ich erinnere mich. Ah, gut. Legen wir einfach los. Als wenn nichts ist, weil es ist ja nichts. Ah, auch schon lange nicht mehr reingeschaut. Schön, schön, schön. Ach, die Lucy, stimmt ja. Ach, ja. Miu. Der Denker. Ja, sieht auch raus. Knack, knack, knack. Und allein in die Kälte. Brrr. Gefrorener Wassertempel. Unter der Leitung der Kaiserprinzessin werden wir den Sieger ringen. Ja, und da ich wahrscheinlich so lange nicht gespielt habe, werden wir unsere Freundin Rena nicht wiedersehen, denke ich mal. Hm? Ah. Tatsächlich, ich muss echt die Gefängnisse ausschalten. Au. Ach, die müssen... Okay. Hä? Existent? Ja. Weg mit dir. Mission abgeschlossen, ja, siehst du. Was? Wie stark bin ich? Huch. So, hier zu. Au, 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 au. Zurück gerade. Kein Problem, die mache ich auch so kaputt.
Falle? Ist die Falle auflöst? Hä? Ah. Wollte gerade sagen, jetzt will sie nicht. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier eine kleine Zwischenmission mit 30 Treffern in Folge. Au. Ja, lacht mich doch aus, ihr Mistviecher. So, fertig. Nein, 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 nein. Fett. Das war's schon. Damit auch fett. Noch ein Testschuss. Ah, sieht gut aus. Nein, kein Laser. Eine Birne. Mach auf. Hallo, mach auf. Geht doch. Hey, Loot. Oh, mein Koro. War Koro? Ja. Hat sogar noch ein Dings hier, die Aufheber-Aura. Auf zu ruckeln. Denn Pseudosonic. Ach, schön. Oh. Niemand darf den Tempel betreten. Naja. Au. Bei dem gibt wenig Leben. Na, no. Das Blizzard. Nein, aua, aua, aua. Ja, es ist ein sehr nerviger Boss. Aber das hatten wir ja schon in der letzten Folge festgestellt. Au. 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 Nein, lass mich los. Hui. Wow. Ah, Frostblitz. Kassiert mich nicht. Ja. Au.
Granaten. Super. Jawoll! Hä? Ah, Geheimdungeons! Und, oh, Möglichkeit zum, ja, zur Transzendenz. Okay. Da du Level 70 erreicht hast, kannst du nun Geheimdungeons spielen. Prüfe das Fenster, Dungeons starten, Anzeige, Geheim... Ja. Jetzt können wir hier im Dungeon, Sekret gucken und haben dann immer so zwei, also jeden Tag zwei Dungeons zur Verfügung, die wir spielen können. Und das wechselt halt, wie man hier sieht. Kann am Dienstag betreten werden, auch am Dienstag. Erst am Mittwoch wird das Ding zurückgesetzt. Ja, auch am Mittwoch. Mittwoch zurückgesetzt. Ja, wir sind jetzt praktisch. Ja, die für heute, also für Montag. Und die für Dienstag. Und dann geht's Mittwoch weiter und rotiert neu. Irgendwie völlig random. Ja, ich nehme einfach mit. Sicherheitsmünzen. Und haben wir irgendwas? Na? Nee, schade. Lass ich mal rein. Das Gegenstand brauche ich auch nicht. Speziell haben wir auch nichts. Aber was ich jetzt noch sehen wollte. Mit Level 70. Hallo, ich bin Luriel vom Kobo Bank Service. Ma! 85. Okay. Finde ich irgendwie komisch. Wenn man, ja, quasi Sachen aus dem Geheimdungeon, ne, so die Geheimdungeon-Ausrüstung hier bekommt, aber sie erst, keine Ahnung, was nutzen darf. Das finde ich ein bisschen komisch. Waren jederzeit bei uns lagern. Ah. So. Transzendente Person. Das ist jetzt. Weiß ich gar nicht. Transzendenz? Das hier muss das sein. Oder? Transzendenz. Blablabla. Na, eine von den beiden Slots werden dann freigeschalten. Und das ist dann halt, ja, Zusatzfähigkeit. Beziehungsweise eine Fähigkeit, die in etwas verstärkt wird. Und ja, ist auch nicht ganz verkehrt, auf jeden Fall. Wir sind jetzt aber in Fighter. Ne, Fighter in Hamel. Fighter waren wir ja schon. Oh Gott. Schrein im Wassertempel. Ja, ich möchte auch gleich Schrein im Wassertempel. Ist das jetzt eigentlich auf demselben Level angepasst? Weil, naja. Aber wie gesagt, das nachher hier in Sander, den dritten Teil, da müsste das sein, den werde ich offscreen machen, weil diese ganzen Feldbosse da. Nee. Ich denke mal, damit würde ich zwei Folgen füllen und ihr wollt nicht sehen, wie ich in der Wüste auf so einem kleinen Podest. Da, ja, so einem kleinen Gebiet. 45, 50 Minuten da im Kreis laufe. Das ist ja hier schon immer sehr grenzwertig, finde ich. Aber ich muss echt sagen, vom Spielerischen her fühlt es sich gar nicht so schlecht an. Also, so viel schlechter bin ich geworden nach der Pause. Kann natürlich auch daran liegen, dass es einfach keinen Weg mehr nach unten gab. Oh. Au! Du solltest springen, Mädchen! Weg da.
Hey! Sag mal! Ja, natürlich! Alter, was machst du mit meinem Move? Du bist ein kleiner, pissiger Gegner! Hä? Ja, okay, dann stirb einfach! Dann stirb einfach an irgendwas! Nur 4 und 6. Ah. Einfach mal benutzen. Und so rostet das Teil noch ein. Nein, nicht verfalten. Bin nicht so der Knuddelfreund. Ja. Hallo. Nein! Ah! Oh, schon wieder der Typ. Ja, seltsamer Kommandant. Mach Booster an. Haha. Aber nichts mit deiner bescheidenen Nasatant da. Oh. Plattform ist hinter mir. Ah. So springen die. Au. Hallo? Was war das denn? Sagt mal hier. Komm runter, du fettes Stück Scheiße. Come on! Hallo? Ach, wenn sie nicht springen kann. Denk ja nicht, dass es vorbei ist.
Na, hau ab. So. Wir sind angekommen. Oder, ach nö, hoch. Wann haben die... Wann haben die Ton? Oh nein, nicht der Dicke. Ja, ja. Tu doch so. Ich glaube, der kann da gar nicht als hin und her laufen, wa? Ja, was ist das? Sprich dich aus, Junge. So, Prinzessin. Priesterin. Was war das noch? Hohe Priesterin. Ja, hohe Priesterin. Ich bin da. Was bist du denn für einer, ey? Hör zu, schwarze Flamme. Machirazu kannst du gegen jemand anderen machen. Mann, du bist ungefähr so cool wie ein Tag in der Sahara. Oha! Hanporo legt los! Das war erst der Anfang! Das war erst an? Ja, das war's! Niemand wird das Dämonenreich aushalten! Ey, ich komme gerade aus einer frischen Aufnahme, wo ich gerade ein paar... Ich bin großartig. Wo denn, Mädchen? Ich komme gerade aus einer Aufnahme, wo ich Dutzende von euch Teufeln, Dämonen zerlegt habe. Und ein paar Tore geschlossen habe. Die Dämonenwelt ist ein Scheiß gegen mich. Auch nichts, was ist das denn? Waffen für Eve. Ja, neue Schuhe. Ah. Schade, besser. Und. Okay. Neue Brustplatte. Kann man ja mal. Willkürlich einen kleinen. Hallo? Naja.
Kann Sockelsteine mal reinsetzen. Ja, gibt's das denn auch mit? Genau. Gibt's auch noch. So. Aber ich würde sagen, das war die erste Runde für heute. Hoffe es, ihr seid auch, ja, übermorgen wieder dabei. Ich bringe das ja mal jetzt ein bisschen Wechsel oder mit was anderem. Und, ja, ich würde sagen, bis dahin, macht's gut und bye bye.